Wir fallen da jetzt ein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da sind ja auch noch Leute von uns. Ja, wir müssen halt doch über diesen Sau... Oder das ist wie die Thermophylen. Das ist ein richtig unangenehmer Pfad darüber. Da könntest du noch so viele Leute haben. Das ist einfach ätzend. Schau sie dir an. Wie sie da reingeiern. Das ist so geil. Ich feier's so. Wie sie da halt einfach reingeiern und das haben wollen. Das ist so nice. Du mal, kommt ihr mal her. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gehört es uns. Können wir das hier auch machen? Hey, die sind viel zu geil. Die sind viel zu geil, wie sie da einfach reinmarschieren. Gut. Wie gesagt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, überspringt es einfach. Ich werde jetzt auch mal die Entspannung nutzen und da ganz entspannt einfach alles erobern. Es ist für mich kein Durchspielen, wenn wir das so halbscharig einnehmen, weißt du? Wenn ich gewinne, dann will ich richtig gewinnen. Dann will ich auch wirklich den Feind vernichtet haben. Ich hab schon mal gesagt, nennt es Mordlust, Perfektion oder was auch immer. Ich will das so. Und wer sagt, boah, das ist ihm jetzt zu pingelig, dann, ja, dann müsst ihr den Teil überspringen. Bis zum nächsten Level. Weil das kann hier noch ein bisschen dauern. Das definitiv. Jetzt habe ich kein Taschentuch. Doch hier. Ich denke, dass wir die Ägypter werden wir gut überrumpeln. Die haben uns jetzt eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Interessant werden die Asiaten. Die werden problematisch. Was haben wir denn noch? Leute, muss ich euch... Sonst greift ihr doch auch so feuchtfröhlich an. Jetzt muss ich euch jedes Vor einzeln vorschlagen, oder wie? Komm, jetzt geht er mal da runter. Zu den Lazaretten. Und frischt euch mal ein bisschen auf. Nein, können wir... Gib mir mal... Ja, genau, ihr zwei. Nehmt das Land hier. Let's go. Was ist hier unten? Haben wir noch irgendwo... Da, komm her. Ach, da war nur Schwefel, glaube ich. Mal die Katapulte her, die können wir jetzt gebrauchen. Hast du eigentlich die Schaufeln und so gemacht, die ich dir befohlen habe? Passt doch alles. Du bist ja... Dir fehlt
Eisen. Also eine zweite Eisenschmelze wäre auch ganz praktisch, okay? Das kriegen wir alles hin, das kriegen wir alles hin, Freunde. Da in den Wald rein, genau. So, ihr lasst euch jetzt schön mal auffrischen. Währenddessen werden wir hier schauen. Dass wir auch keine Diebe hier am Start haben. Was ist los hier? Das können sie nicht machen, weil da zu viele Militär... Okay, das sehe ich irgendwo noch ein. Ein bisschen. Leicht. Dezent. Schon nochmal eine... Also, wir können schon noch Minen bauen bis zum Anschlag. Das können wir machen, Freunde. Ich will halt, dass ihr da drin auch arbeitet, ne? Ich habe nur keinen Bock, dass ich euch da ständig Sachen baue, die ihr nicht nutzt. Eine Spitzhacke. So, da holen sie die Schweine. Die holen die Schweine ab. Oh mein Gott. Es ist schon... Die kommen da nicht rüber, oder? Einer? Die schaffen es nicht. Ah. Schaffen es einfach nicht stillzuhalten. Das ist... Boah, das ist echt ein Fluch. Da. Es ist so gut, es ist so gut. Es tut auch gerade irgendwie mal gut, so ein bisschen entspannt hier durch die Gegend zu wursteln. Ah, der ist vollkommen hängen geblieben, oder? Nee, geht. Okay. Die werden spannend. Die da unten. Wie bewandert sind die mit Gold? Zeig mal her. Sie haben auf jeden Fall... Ja, Goldlager hier. Aber wenn wir da einen Priester reinschicken und einen unserer Zauber wirken, das kann schon... Wo beginnt denn das Asiatische Reich? Ach, wir kommen da gar nicht rüber. Also wir brauchen einen Hafen. Es gibt da gar keinen Pfad rüber. Deswegen haben die sich auch gegenseitig nicht bekriegt. Oh. I see. So. Genüssliches Aufbauen. In der Hut. Dass man da nichts bauen kann. Das ist doch auch ein Joke, oder? Das kann ja eigentlich nicht sein. Gibt es hier noch irgendwelche Gebäude, die einfach so Dinge abbauen? Stein, okay. Kohle, okay. Trollt euch! Los! Macht was! Oh, warum müssen wir jetzt so lange warten, weil der Spaß sein Ego durchsetzen muss? Itzimi! Itzimi, Odinio! Willkommen to my world! Unsere ganzen Pioniere, Alter, das ist so gut!
noch so viele Gestalten? Mir werden da überall Punkte angezeigt hier. Er sucht einen noch nach Körper. Oh, noch ein Priester, nice. So, Freunde, das muss reichen. Setzt euch in Bewegung. Hä? Ich wollte eigentlich eine Anlegestelle machen. Ganz offensichtlich nicht. Ja, sie hatten wir nervös da unten. Die merken, was wir vorhaben. So, dann leg mal los. Fähre bitte. Los, auf. Leute, ich hab euch... Hab euch doch eigentlich gesagt, was ihr zu tun habt, oder? So, waren das alle? Let's go. Marschiert! Können wir die nicht einfach da runterfahren? Die gehen mir voll auf die Nerven da. Ach, wir werden angegriffen. Ach, wir können doch eigentlich hier auch. Braucht doch in der Ausführung auch kein Mensch mehr. Könnte auch eigentlich direkt hier bleiben, weil... Ich meine, am ersten werden wir euch da unten benötigen beim Schiff. Ja, ich verstehe euch, Freunde. Ihr versucht euch jetzt noch zu wehren, aber im Prinzip ist es aussichtslos. Also lasst es einfach. Wie willst du denen das beibringen? Wie willst du denen sagen, dass es vorbei ist? Kommen wieder, immer wieder vereinzelt Gruppen von Soldaten, die sich irgendwo versteckt haben. Und da, die hier unten, die warten ja seit Stunden auf ihre Erlösung. Das ist ein Priester, das klang heftig nach einem Priesterzauber. Ja, da. Holt euch mal den Priester oben bitte, bevor der euch irgendwo hinzaubert. Das können die nämlich. Thank you.
Ich habe bei der Verteilung was verkackt, oder? Eisen, werft bitte. Holz, werft bitte. Dankeschön. Ja, ich habe da was verkackt. Hätte mir auch klar sein dürfen. Einfach weiter, Freunde. Einfach weiter. Immer weiter, immer weiter. Ins Ägyptische Reich rein. Einfach alles ein. Alles aufräumen. Typisch römisch. Alles töten, was im Weg steht. Ihr kennt das Spiel. Euer hochschicken. So, wie sieht's aus? Kriegt er jetzt langsam sein Zeug, bitte? Denn wir benötigen echt dringend... ein Schiff. Mindestens schon mal eins. Besten sogar ein paar mehr. Ja, das ist schon der erste Expeditionschor unserer Asien-Invasion. Das klingt alles so fortschrittlich. Oh, die haben ja alles. Wir haben auch Schwefel. Das hier ist safe Schwefel, was wir sehen. Wir können das nicht nutzen. Das kann unsere. Das kann die Römerkultur nicht. Aber die Ägypter machen da was damit. Das werden wir früher oder später herausfinden. Was genau die damit machen, das werden wir früher oder später herausfinden. Das mit den Katapulten ist so bitter. Spannend wird halt auch irgendwie so, wie viel Gold haben die denn da generiert? So, da haben wir ein bisschen was, da haben wir ein bisschen was, okay. Ist alles ganz nett. Bau doch mal hier noch ein Lager rein. Warum habt ihr da Schaufeln reingebracht? Okay, cool. Muss ich euch weiterhin sagen, wo ihr hin müsst? Okay. Wir spielen das Spiel so. Wir spielen das Spiel so weiter, Freunde. So, und die werden... Die da unten, die werden jetzt richtig dankbar sein. Sehr schön, Schiff wird gebaut. Hier kommen einige Leute, die holen sich, glaube ich, das Zeug da drüben. Jetzt noch das da drüben, dann war's das. Oh, sau effizient, die auch arbeiten. Das ist so geil. Ich liebe Effizienz. Das ist einfach. Einfach Hammer. Das ist einfach nice. Ab und zu musst du in Siedler auch einfach mal ein ganzes Volk vernichten. Das wäre jetzt, ich weiß nicht, ich verstehe da manchmal so ein bisschen das Level-Design nicht, weil das ist in Siedler 2 besser. Warum hörst du denn auf, wenn dir ein Drittel der Map gehört und du nicht mal irgendwie die stärkste Macht in diesem, auf dieser Karte bist? Warum sollte man dann aufhören? Wir müssen die irgendwo hinbringen, wo wir können. Und zwar am besten hier unten in irgendwie ins Eck oder so. Was rauf da?
Ist halt so ein bisschen die Frage, ob wir da überhaupt eine Chance haben, gell? Wir haben das Land hier ruckzuck eingenommen, dann schicken wir euch dahin. Jo, Freunde! Was ist jetzt los? Geht, oder? So, hier verlieren wir noch ein paar Männer, das ist klar, aber dann, ist Ägypten dahin? Das wird hart, aber... Komm. Kommst du da nicht durch? Also wenn ich jetzt am laufenden Band kontrollieren muss, dass die da durchkommen. Ja, die kommen da nicht durch. Oh. Das ist unangenehm und macht die ganze Sache noch schwieriger. Kein Weg rüber, oder? Ne? So, Ägypter sind vernichtet. Komplett.